Wir schauen uns heute mal wieder Ich bin 14 und das ist tiefgründig, ja. Weil jeder braucht seine Weisheiten im Leben, ohne die kann man nicht leben. Obwohl, bei denen bin ich mir nicht so sicher, aber damit werdet ihr sehr weise und das wollt ihr doch. Wir schauen uns diesmal Deutsche und Englisch an, weil ich weiß nicht. Ich habe mir die angesehen und dachte mir, warum zum F kann man nicht jeden Beruf so machen, wie ich meine? So, ich habe einfach keinen Abschluss und will Therapeutin werden, weil ich es liebe, Menschen zu helfen. Aber Digga, Abschluss A sagt einfach nein. Wer hat es erfunden? Haha. Ist das jetzt noch tiefgründig oder ist das einfach nur holy shit, geh zur Schule und lern schreiben? Deswegen ist es wichtig, in der Schule zu bleiben, sonst versteht euch eh keiner mehr. Wenn er damit angibt, dass er 3000 Euro netto verdient, es aber nur 3000 sind. Und wie viel verdienst du? Nur 5% der Arbeitnehmer verdienen mehr als 5000 Euro brutto, also rund 3000 Euro netto. Was in der Relation wohl schon als gut betrachtet werden kann. 5%. Ich will's nur nochmal sagen. 5%. Verdienen nur 3000 Euro netto. Ich bin lieber 21 Jahre alt in 2024 als 2024 Jahre alt in 21. Jetzt lies es nochmal und tausche Jahre mit Geld verdienen. Okay, wir tauschen Jahre mit Geld verdienen. Ich bin lieber 21 Geld verdienen alt in 2024 als 2024 Geld verdienen alt in 21. Leute, bleibt in der Schule! Sonst passiert sowas. Das ist so tief. Schau mal, der hat großes Gehirn. Gehirn wird wegoperiert und er glücklich. Gab es nicht sogar eine Studie darüber, dass umso dümmer man ist, also umso einen geringeren IQ man hat, umso schneller wird man glücklich. Hands down. Das ist einer der kraftvollsten Zeichnungen, die ich je gesehen habe. Warum? Weil das Bomben sind und die gleich explodieren? Dann ist es auf jeden Fall kraftvoll und explosiv. Also ja, verständlich. Ein Mann, der viele Autos gefahren hat, ist ein Experte. Aber ein Auto, das von vielen Männern gefahren wird, ist Müll. Das ist nicht über Autos. Versteht ihr? Es ist nicht über Autos. Über was ist es wohl? Über Tastaturen. Schule, deine Hausaufgaben müssen mindestens 5 Seiten lang sein. Und in der Realität, erklär's mir in 7 Sekunden oder ich bin weg. Ja, eigentlich gehören die meistens zusammen. Du musst es einmal kurz fassen können, was die allgemeine Idee ist, wenn du einen Investor brauchst. Und dann kommt die längere Erklärung und das Zeigen und Sonstiges. Gib deinen Titel zu diesem Bild. Schreib den Titel bitte in die Kommentare. Ich freue mich, die zu lesen. Und ich will kreative Namen sehen für dieses Bild, ja? 5000 Likes, oh ja! Hör auf, glücklich zu sein. Du bringst nichts. Ja, alleine bringt niemand was. Deswegen, falls ihr mal irgendwie einen peinlichen Moment habt, erinnert euch an dieses Bild. Und seid trotzdem glücklich. Real. Realize everyone always leaves. Realisiere, dass jeder irgendwann dich verlässt. So Sigma on Skibidi. Was sind das für Kommentare? Ist das TikTok? Das muss TikTok sein. Nur TikTok hat so gammlige Kommentare. Leben wurde einfach, Handy wurde trocken, Freunde haben uns verlassen und die Arbeit wurde zum Zuhause. Und jetzt lese es rückwärts. Ha, lese alles rückwärts. Das ist nicht darüber, das ist nicht darüber, das ist nicht über Freunde, das ist nicht über Arbeit. Können die eigentlich irgendwann, warum gibt es davon so viele? Das Leben wurde einfach, weil du keine Freunde mehr hattest. Ja, dann schön. Das wollen nur nicht alle. 8 Milliarden Leute und 16 Milliarden Gesichter. Weil jeder 2 Gesichter hat, außer mir. Ich hab mehr, hi. Idiot für Haaränderung. Schwul für Liebe jeden. Verrückt, weil sie nach Hilfe fragt. Können die bitte zur Schule gehen? Normalen Satz schreiben. Idiot for change my hair. Idiot für meine Haare färben. Das ist kein Satz. Als ich klein war, dachte ich, Diebe ziehen sich immer so an. Und umso älter ich wurde, habe ich gemerkt, dass sie sich in Wirklichkeit so verkleiden. Also hier Politik bad. Immer das Gleiche. Hallo? Ich werde das jetzt so übersetzen, wie es da steht. Ich realisierte das Monster und jetzt mache ich keine Drecksarbeit mehr. Die Leute machen, die mich kennen, sage ich gern, das Leben ist eine Komödie.
Und ich bin der Komödiant im Improv. Wo findet man sowas? Ganz ehrlich. Jetzt, wo ich älter geworden bin, verstehe ich, warum Bigfoot so weit weg bleibt von Leuten und immer irgendwo im Wald raucht, weil es Bigfoot ist. Also das Ding ist, du kannst schlechte Leute kennenlernen. Ja, das kann jeder. Aber es gibt auch immer gute. 13-jährige Jungs sagen, Frauen haben keine Rechte, müssen aber ihre Mutter fragen, ob sie bis 20 Uhr draußen bleiben dürfen. Ich hoffe, den Account, der das führt, diese Instagram-Seite, TikTok-Seite oder was auch immer, ist maximal 10 Jahre alt. Wenn eine Frau auf der Erde nicht Freiheit, dann ist kein Mensch auf der Erde seine Freiheit hat. Genau das. Eigentlich müsste man das schon fast betrunken machen. Kann man doch nicht ernst meinen und dann irgendwo hinkleben und sich denken, boah, ich bin so tiefgründig, ich hab das Leben durchgespielt. Bin ich jetzt ein Gangster? Die Minecraft-Zigarette. Nein. Und warum nicht? Weil ich eine Frau bin und der Begriff für Verbrecher steht? Verbrecher. Obwohl du weißt, dass es auch VerbrecherInnen gibt. Schäm dich, sowas zu sagen. Weiß deine Mutter, was du hier von dir gibst, du Stück Dreck? Hey, man sollte manchmal Kindern verbieten, ins Internet zu gehen, wenn die sowas posten. Also es gibt Grenzen. Das Auge eines Mannes schützt seine Frau vor was Krasses. Jetzt verstehe ich das Meme. Das Auge eines Mannes schützt... Top 5 coldest replies zu Niemand hat gefragt. Sag das nie wieder dem Alpha ins Gesicht. Du willst nicht meine... böse Seite sehen, oder? Doch, ich sehe gerne die böse Seite. Ist das die Seite im Bett? Wenn ich aufhöre zu lachen, renn. Ich gebe dir nur eine Chance und dann ist es vorbei. Und das Letzte? Du hast definitiv gefragt. Wenn das deine Antwort ist zu wer hat gefragt, dann warst du noch nie länger als 5 Minuten im Internet, to be honest. Hast du dir mal die Leute angeschaut? Wieso? Kontext und so? Aber danke für deinen tiefgründigen Post. Lisa, warum musstest du mir das Herz brechen? Das war das erste Mal, dass ich mit einem weiblichen Wesen geredet habe und wahrscheinlich auch das letzte Mal. Tut mir leid, ich habe mich voll in die Person reingefühlt. Ich glaube, genau so ist die einfach. Sonst kann ich es mir nicht vorstellen. Warum man sowas schreibt. Warum nur? Ich bin am Ende. Dein Freund wird dafür bezahlen, dass er dich mir genommen hat. BOV, du solltest zum Psychiater gehen. Also wenn du so eine Eifersucht hast, solltest du wirklich zum Psychiater gehen. Der kann helfen. Dafür sind die da. Dafür werden die bezahlt. Ich früher. Ist nett, räumt Zimmer auf, macht Hausaufgaben, isst immer alles. Ich jetzt. Mafia-Boss. Böse. Macht nie Hausaufgaben. Isst kein Gemüse. So der übelste Front. Isst kein Gemüse, ja? Alphas essen kein Gemüse. Die essen nur rohes Fleisch, ja? Jeder, der das in 10 Jahren von sich selbst liest, denkt sich, oh Gott, was konnte ich, wie konnte ich das nur machen? Ein Mann, der nicht kämpfen kann, ist für mich ein Regenbogenfeminist. Das können nur Leute sagen, die noch nie die Folgen gesehen haben. Also, die einfach zu dumm zum Denken sind. Tut mir leid. Wusstest du, wenn du einmal falsch getroffen wirst, egal was du für einen Körperbau hast, dass du vielleicht irgendwie dein ganzes Leben verlieren kannst? Und dass es das nicht wert ist im Normalfall? Weil wir nicht mehr im Mittelalter sind? Du kannst mich nicht besiegen. Krasses. Ich weiß. Aber er kann. Ah, die von der Frau und dann das Auge. Danke, dieses Auge. Ich, 14, männlich, beichte, dass ich mir nichts anderes wünsche als das hier. Will heiraten endlich, willst du nicht? Stell dir vor, Bro, du gehst in der Früh ins Gym, dann zur Arbeit, von dort aus nach Hause, deine Frau wartet schon auf dich, Essen auf Tisch, Kinder stürmen auf dich drauf, sobald sie die Tür hören, einfach Seelenfrieden. Ey, wenigstens weiß er schon mit 14, dass er Kinder will, also von dem her, das ist eigentlich...
gar nichts Schlechtes. Kinder, die man nicht liebt, werden Erwachsene, die nicht lieben. Man muss dazu aber sagen, ja, das hat auch einen Einfluss. Man lernt ja immer von seinen Eltern. Und wenn man immer scheiße behandelt wird von seinen Eltern, wird man umso schwerer, das im Erwachsenenleben los, das nicht genau gleich zu tun, weil man das sein ganzes Leben lang so kennt. So, ich spinge jetzt von hier runter. Nein, mach das nicht. Also magst du mich? Nein, aber es wäre Umweltverschmutzung. True, gute Antwortung. Hilfe, ich rede schon bald wie die Posts hier. Du triffst dein 10-jähriges Ich und darfst nur 3 Wörter sagen. Was würdest du sagen? Bitcoin kaufen 2012. Veränder dich ins Negative und werde kalt. Junge, du bist 13. Glücklich vergeben. Mit 13 glücklich vergeben? Also, Real Talk? Das wäre mir zu jung. Ich weiß gar nicht, meine erste Beziehung hatte ich mit 18 oder so. Ich hätte gar keine Lust gehabt auf irgendwas. Okay. Fakten über mich. Meine Hand wiegt 1543 Gramm. Mein Kopf wiegt 4200 Gramm. Mein Lörres wiegt 260 Gramm. Ich habe Hausverbot bei Edeka. Die Überschrift 4 Kilo Körpergewicht. Checkmate. Wenn ganz viele Bauern sich zusammensuchen, werden sie zum König. Hast du gesehen, wie kacke der König in Schach ist? Dafür, dass sie ihn alle wollen, da wäre ich lieber ein Bauer, würde nach vorne gehen und dann würde ich zur Königin werden. Oh mein Gott, siehst du, das waren unsere Vorfahren. Statt Hammer haben wir jetzt Gitarre. Was soll denn das sagen? Wenn du nicht datest, um zu heiraten, datest du, um zu verlassen. Also, irgendwann wird man meistens heiraten. Ich kann das schon verstehen. Kann ich noch am meisten verstehen, ja? Ja, ich bin happy. Kaum schlafend, immer ängstlich. Tue so, als ob alles gut wäre. Ziemlich tot. Und ich schreie ins Nichts. Happy. Wenigstens hat er das Akronym verstanden, wie das funktioniert. Da haben wir auch schon Besseres gesehen, wo es gar nicht mehr gepasst hat. Nicht überall, wo du reinpasst, ist, wo du hingehörst. Also du passt in ziemlich viele Sachen rein. In fast jedes Haus, denke ich mal. Also kann man sagen, ist wahr. Leute denken, mein Leben ist perfekt. Aber die Realität ist... Sad Smiley. Allein. Zukünftiges Denken. Musik. Kaputt. Okay, kommt da noch was? Komm, du musst einfach nur lächeln. Hier hast du deine Lächelhilfe. Das finde ich sogar gut. Ich mag den Opa links unten, der mit seinem Kinn nochmal traurig ist dazu. So schaut Sünde aus. Also sei vorsichtig, hinter was du herjagst. Ja, es könnte ein Monster sein. Oder sagt sie jetzt, Frauen sind die Sünde? Man könnte das echt immer falsch interpretieren. Das finde ich immer das Beste an den Bildern. Seid mal ehrlich, dürfte er ein fremdes Mädchen, das im Wasser kurz vor dem Ertrinken ist, retten? Also dürfte er? Hä? Hä? Darf er? Oder nicht? Dass das überhaupt 5000 Kommentare hat, ist traurig genug. Ich sollte auch solche Scheißsachen irgendwie reinposten. Anscheinend funktioniert das ja. Die Augen eines Mannes beschützen seine Frau vor was Krasses. Wir haben das Auge gefunden, das echte. Vor was Krasses. Regel Nummer 1. Hat sie ein A in ihrem Namen, dann ist sie verrückt. Hat sie 2 A's in ihrem Namen... Dann renn, Bruder. Endet sie auch noch mit einem A? Dann RIP. Was haben die mit A? Hallo? Ich glaube, der denkt an Alexa, weil die auf einmal immer mitredet, sobald du ihren Namen sagst. Ohne, dass du es möchtest. Wir sind zu dem geworden, du... Ist das noch 13? Das ist doch eher 9. Zu was? Du bist gerade auf die Welt gekommen. Wovor wir früher Angst hatten? Vor euch selbst? Ich verstehe den ganzen Post nicht. Ich bin echt zu alt. Krasses. Mach keine Augen. Die Augen beschützen dich. Finde ich legit gut. Ey, bitte mehr davon. Sie tut in sein Getränk Schlafpulver. Pullover. Woher? Wie finden die Leute das? Ist das irgendwie gerade... Die Folge ist so anders. Ich habe das ja schon öfters gebracht. Ich bin 14 und das ist tiefgründig. Aber diese Folge ist irgendwie so wirklich ganz anders. Besonders schon fast. Was ist mit den Leuten los? Er befiehlt, sie da Getränk zu trinken. Deutsch, lerne es. In der Schule. Bitte. Ohne Nase nichts atmen hier.
Warum sind da Katzen? Es tut mir leid, aber ihr Suchtverhalten zu Nasenspray hat bedenkliche Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden. Ohne Nasi nix Atmi. Was ist das? Woher? Ohne Nasi nix Atmi. Ich nehme euch nicht einfach so Brüde. Danke, dass ihr mich nicht einfach so Brüder nennt. Meine Brüder haben ein hohes Platz in meines Herzen. In meinen Herzen. Hey, das ist fast komplett richtig. Er beschützt vor was Krasses. Also passt auf, ja? Rich, Risk, Rick oder Rish. Was ist es? So viele Kombinationen. Oh, Menschen sind die einzigen Viecher. Menschen sind die einzigen Kreaturen auf der Erde mit dem Potenzial, sie zu den einzigen Kreaturen auf der Erde zu machen. Also ja, ist super tiefgründig, aber stimmt. Aber das würden Tiere auch können, wenn sie schlauer werden. Also deren Schuld, nicht unsere. Jeder Ring ist in Wirklichkeit eine Schlange. Pass auf, wen du heiratest. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr dieser tiefgründigen Sachen sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da.